Ja, Travel, wir würden gerne Sinner's Rise den Hintern treten. Frage ist nur, ob das unser Hintern sein wird oder seiner. Zauber anpassen? Fragezeichen? Also, erstmal haben wir hier wieder, genau, die Jungs. Ja, habe ich fast vergessen. Na komm. So. Zaubern. Wenn ich jetzt wieder rangehe, dann sind sie wieder weg. Sind die Zauber okay? Soul Shower wird nichts bringen bei dem Boss. Der hier wird was bringen. Der hier könnte was bringen. Ich brauche die Pyromantische Flamme in der linken Hand. Ich brauche schneller Zaubernringe, Staminenringe, Heilungringe. Mehr Slotsring brauche ich nicht wirklich. Was könnten wir da Alternative reintun? Mehr HP, Stamina und Max Load. Wäre sinnvoll, oder? Ja komm, ich optimiere mal ein bisschen hier rum. Du mit Tune Spells. Dich brauchen wir nicht. Das ganz schwere Geschoss brauchen wir auch nicht, weil das zu langsam ist. So, jetzt haben wir zwei Slots über. Und die haben wir durch den Ring. Also kann ich den Ring abnehmen und dann passt das hier alles soweit. Homing-Geschosse brauchen wir nicht. Das Wegschubs-Ding funktioniert eh nicht. Die Homing Soul Arrows. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Wir treffen ja eigentlich fast immer mit den normalen Soul Arrows. Punkt ist halt fast immer. Nee, ich glaube, ich lasse das genau so. Raus. Die sind alle wieder da. Zauber wechseln. So. Ring wechseln. Ich guck mal, ob das jetzt so klappt. Weil wir haben ja zwei Slots freigelassen. Und dafür nehme ich dann den da. Scheinbar. Soul Arrows sind noch da. Greater Soul Arrows da. Alles da. Okay. Noch irgendwas equipmenttechnisch? Die Beine wiegen ein bisschen viel, die Maske wiegt ein bisschen viel. Und die bringt halt 2% mehr Seelen oder so. Wobei beim Boss summiert sich das schon, ne? Vor allem, wenn ich das Ding durchgehend trage. Guck mal ganz, wie viel unser Monokel wiegt. Also das wiegt 4,8. Das wiegt 2,6, das wären eben 50% weniger. Aber trotzdem, für eine Kopfbedeckung ist es ganz schön viel. So 1,1, das wäre eher schick. Irgend so eine Magier-Kopfbedeckung bräuchten demnächst echt. Ja. Aber jetzt lasse ich gierigerweise das Ding erstmal drauf, das ist okay. So, jetzt müssen wir ganz runter. Dann über eine lange Brücke. Ne, warte, wir müssen ganz runter, dann Fahrstuhl runter. Dann bei so einen komischen Riesenviechern dran vorbeilaufen. Dann bei ganz vielen explodierenden komischen grauen Typen. Und dann sind wir wieder beim Boss. Und ich werde wahrscheinlich wieder einen Herb benutzen müssen. Weil sonst kommen wir da an und haben keine Zauberspruch-Dinger mehr. So, wollen wir auf die Kleine umsteigen. So. Runter. Ich werde jetzt nicht versuchen, die Großen wieder hier in das Loch reinzulocken oder wegzulaufen oder sonst irgendwas. Ich werde einfach durchlaufen. Das müsste soweit ja klappen. Das müsste sogar theoretisch direkt Mitte durchgehen. Wobei das dann auch wieder ein Gebiet ist, was ich mir unbedingt später genauer angucken muss. Wenn ich stark genug bin, diese Riesenviecher einigermaßen einfach zu töten. Lauf, lauf, lauf. Das Gefühl, Rollen ist im Wasser schneller, aber keine Ahnung. Ja, also später, wenn wir ein bisschen Ticken stärker sind und ich die Geduld habe dafür, das Gebiet dann nochmal komplett durchgucken. Die geht zurück. Ja, okay. Also, er war relativ flott.
Es war aber einigermaßen gut vorauszusehen. Letztes Mal bin ich nur gestorben, weil ich mich ein bisschen schusselig angestellt habe mit den Cursor-Tasten. Ich denke, ich werde jetzt anfangen mit dem. Dann drücke ich zweimal nach oben für den schnellen. Für den schnellen Pfeil, Seelenpfeil. Und den Rest benutze ich nur, wenn ich mir wirklich sicher bin, dass ich die Bewegungen gut drauf habe. Dingszeug hier unten. Ist soweit in Ordnung. Heimkehrknochen brauchen wir nicht wirklich beim Boss. Aber den lasse ich mal. Den kann ich rausnehmen. Heimkehrknochen im Quickslot ist selten, dass wir sie benutzen können. Wir hatten das einmal im Bosskampf versucht rauszuporten. Das ging nicht wirklich gut. Und er nimmt halt einen Slot weg. Und der Slot kann wichtig sein, wenn ich panisch versuche, unten durchzuklickern, um ein Heil-Item zu finden. Also mache ich das Ganze mal so. Also rein. Rechtsklicken. Au. Targeten wir schön. Targeten wir schön. Heilen. Okay, das war knapp. Okay, beruhig dich. Versuch's. Und bleib im. Warum nimmst du ihn immer wieder aus dem Target, Alana? Das ist nicht schön. Ja, sobald wir zu weit weggehen, und weit ist nicht wirklich weit, ist er aus dem Target draußen. Komm, tu was. Das war nicht gut. Okay. Trink. Gut, dass er keine Dreierkombo gemacht hat. Du kommst mal mit. Das sind ja doch ein paar Seelen. Au. Ja, und dann machen Dreierkombo. Trink. Schon wieder aus dem Target raus. Okay. Zielsuchende Dinger wären bei ihm vielleicht doch eine sehr gute Idee. Und ich nehme mal dich wieder. Okay, Feuerball ist nicht gut, braucht zu lange. Und auch nicht bedeutend mehr Schaden. Einfach Kleinkram. Und ich muss nah genug dranbleiben, damit die Sprüche überhaupt treffen. Roll. Jap, 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 jap. Trink schneller. Das war gut, das war gut. Er hat daneben geschlagen, das war noch viel besser. Au, 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 au. Und tot. Unangenehm. Oh, das war sogar eine größere Seele. Sehr schön. 65.000. Goodie, goodie. Aber der Kampf war trotzdem sehr unangenehm. Primär, weil ich ihn immer wieder aus dem Target verloren habe. Aber scheint zum Boss dazu zu gehören. Also vielleicht ist es einfach schwer, den Fokus auf ihm zu halten oder so. Wegen diesen Parasiten im Kopf. Keine Ahnung. Ich check mal kurz die Wände. Hier sind ein paar schön gerade bei. Aber ne, scheint nichts versteckt zu sein. So, haben wir die Seele jetzt wirklich als Gegenstand oder ist sie wieder nur so auf unserem Charakter abgespeichert? Nee, ist ein richtiger Gegenstand. Der verlorene Sündiger martert sich selbst für die Sünden seiner Vergangenheit. Okay. Und er hat anscheinend sehr viel Zeit gehabt. Den ganzen Fußboden vollgeschrieben. Okay, Tür. Und nix. Oh, Kisten. Kisten sind immer gut. Ding. Und da werde ich gleich zu unseren beiden Schmieden gehen und gucken, ob wir mit der großen Seele irgendwas Tolles machen können. Ein Entsteinerungskraut und ein Elisabeth-Mushroom. Das war ein Heil-Mushroom, richtig? Genau. Ist ein Hot, ein Heal over Time mit sehr viel Heilung. Illusion voraus. Sieht so aus, ne? Aber da hättest du hier nicht hinschreiben können. Ah, guck
Ach du, das Mann, das sieht echt so aus, als wenn da eine Textur so wäre, dass das den Hof fahren könnte. Aber der hat das dann nur geschrieben, damit er Ratings bekommt, weil die Leute denken, dass dahinter was ist. Ja, nee. Nicht mit mir, Junge. Hier vielleicht zwischen? Nein. Und ich gehe jetzt extra alle Wände ab. Weil ich hatte das im Stream auch schon mal gehabt, dass ich dann recht schnell vorbeigelaufen bin. Und dann durch den Delay wurde dann gesagt, ah, du hast da und da was vergessen. Da kommst du jetzt so schnell nicht wieder hin. Dann, sind immer ein bisschen doof. Aber nee, scheint nichts zu sein. Benutzen wir dich. Kommen wir jetzt nach Majula, wenn wir dich benutzen? Ich glaube schon. Primal Bonfire was rekindled. Ja, bringt uns automatisch nach Majula. Das heißt, wir können jetzt zu Schmied Nummer 1, zu Schmied Nummer 2 und eventuell nochmal ins Mansion, um zu gucken, wie da die Leuchtfeuer entfacht wurden. Wir haben allerdings 65.000 Seelen. Ein Teil davon. Ein Teil davon würde ich gerne fürs Level benutzen. Einen anderen Teil aufbewahren, weil wir wissen nicht, wie teuer es wirklich ist, magische Gegenstände herzustellen bei den Schmieden. Weil das eine Mal hatten wir ja umsonst. So, Inhuman wollten wir so behalten. Int wollten wir so behalten. Endurance kann helfen. Lebenspunkte hilft immer. Und ich denke, ich mach's jetzt einfach mal. Ich nehme die Punkte hier oben wieder weg. Und ich nehme jetzt noch Faith damit hinzu. Damit ich Zugriff bekomme auf die Hexzauber, auf bessere Pyromantiezauber. Weil ihr seht, da rechts, da, es gibt auch einen schönen Feuer. Ach, Fire Death ist das. Also ein Fire Death Bonus und ein Fire Damage Bonus. Das heißt, unsere Pyromantie wird dadurch stärker. Und ich wäre, glaube ich, lieber ein reiner Magier mit verschiedenen Magierschulen als ein Magier, der noch einen Zweihänder schwingt. So à la Gandalf. Sogar mit einer Hand. Also, nee. Ich nehme das so. Heißt, wir steigern das nach und nach hoch und bekommen dadurch immer besseren Zugriff auf die Sachen. Und ich sehe gerade, Casting Speed geht auch ganz schön hoch dadurch. Zwei, ja. Hier ist eine Grenze, da springt er plötzlich hoch von 91 auf 93. Ja, noch eine Sache, die wichtig ist, Schutz gegen Blitz und Dunkelheit. Das hatten wir bisher nämlich nicht besonders hoch, was wir auch bei der Klerikerin gemerkt haben. Und das könnten wir dadurch auch ausgleichen. Das heißt jetzt aber nicht, dass sie ein total gläubiger Mensch ist, der die Götter verehrt oder sonst was. Sie nutzt das nur halt für ihre eigenen Zwecke. Da. So, 17.000, das reicht hoffentlich für die Waffen. Wo gehen wir denn mal zuerst hin? Wir hatten einmal Straits Cell. Gehen wir da mal hin. Der passt ja eher zu uns. Als Magier und so, im dunklen Gewand. Oh, und ich habe die Jungs vergessen. Hallo? Jedes Mal vorsichtig hier, dass wir ihn nicht treffen. Hallo. Well, this is a very good. Prepare to pierce. Ja. Wir würden gerne tauschen. Haben wir hier irgendwas Neues? Ein Ultra Great Sword? Nein. Barbed, Halberd, Twin Blade. Nee, bei den Zaubern vielleicht. Nee. Royal Red Vanguard Soul. Kostet nur 1500, also ja. Kostet echt nicht viel. Aber leider nix. Ja, bla bla. Nix mit der neuen Seele. Also gucken wir zur Vogelfrau. Die war. Das war bei diesen Bauern weiter unten. Wo sind die Bauern? Da ist No Man's Wharf. Poison Pool, The Mines. Nein, das ist zu weit. Nein. Ah, hier war das, genau. Lower Brightstone Cove.
Da müssten wir rauskommen und haben direkt zwei Spinnen vor der Nase. Und wenn wir aus der Tür rauskommen, links ist gleich die Vogelfrau irgendwo gewesen. Ja, Spinne. So viel zu betreffen immer. So. Da. Rein. Zu. Nicht versteinert werden. Oh. Okay, Tür. Da ist so ein Glubschi. Oh. Weg. Weg. Ich will doch nur in Ruhe einkaufen gehen. Okay, aber da drin dürfen sie mich nicht erwischen.